Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zum PC Building Simulator. Und da bin ich wieder eine Woche später, ein Update später. Und dieses Wochenende nehme ich das Ganze in zwei Teilen auf, also nicht die drei Folgen am Stück. Ja, weil mir da die Zeit gerade fehlt, ich aber heute unbedingt eine Folge brauche. Ist ja eigentlich jeden zweiten Tag, ist ganz praktisch, dann brauchst du pro Woche circa drei Folgen. Vielleicht mal vier, aber das geht so ganz gut auf und sie updaten ja dann immer eine Woche später auch immer mal wieder das Game. Diese Woche haben sie einen Haufen voller Bugs gefixt. Wir haben übrigens noch Zeugs im Inventar hier, im Warenkorb. Das schicke ich mal ab. Also sie haben einen Haufen von Bugs gefixt und es gab mindestens ein neues Gehäuse. Das hier, glaube ich. Bin ich mir aber nicht so sicher. Oder das. Eins von denen, auf jeden Fall. So, ich glaube, wir können so schon durch die Tür gehen. Was auch möglich ist, ist, das Save Game jetzt zu... Genau, jetzt kann man hier einen Namen schreiben, da seht ihr es. Schön, immerhin. So, wir haben hier zwei PCs bekommen. Einmal den. Und einmal haben wir den doch hier, der heute fertig sein muss. Dann schauen wir uns gerade mal den an. Und da weiß ich natürlich nicht mehr, was er drin hatte. Ein i3, dann muss es fast das sein. So, sie haben auch noch was geändert, was uns auch betrifft. Und zwar, wir haben ja immer so ganz leicht einfach billige Parts eingebaut. Wenn wir so Reparaturen hatten und dann ging das schon. Weil es wurde dann trotzdem alles gut erkannt. Und das ist jetzt neu nicht mehr möglich. Also man kann nicht mehr schlechtere Parts einbauen als das, was bereits da war. Finde ich jetzt keine schlechte Änderung. War nötig, sag ich mal. Wir haben es ja selbst auch genutzt. Und es ist ja in dem Sinn schon eher ein bisschen Geld cheaten. Ja, man muss ja nicht können. So, fehlende Kabel. Unvollständiges Gehäuse. So, der eine oder andere hat vielleicht gemerkt, dass da im Hintergrund ein Song lief, der noch nie gelaufen ist hier. Denn ich habe mal die 40 Songs, die Railway Empire bietet, auch mal noch in die Musik hinzugefügt. Also wir haben 40 neue Songs. Der vorhin da war, war einer davon. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Also da können wir mal kassieren. Der möchte gerne einen neuen Computer haben. So, und ich habe gedacht, er möchte da einen neuen PC, oder war das nicht so? Habe ich das nicht gemeint? Schickt er den PC? Wollten wir nicht einen neuen einbauen? Naja, denn wir haben da eine 1080 gekauft. Boah, das ist die 1080. Die haut schon was raus, ehrlich gesagt. Also, PUBG... Player Unknowns Battlegrounds in 4K. Eine 1070 Ti braucht er dafür mindestens. Die hatten wir aber nicht. Deshalb haben wir eine 1080 gewählt. Und ein i7. Also einen sehr guten Prozessor und 8 GB RAM. So, da hören wir schon wieder Railway Empire. Ich erkenne es halt ein bisschen. Ne. Und das haben sie auch geändert. So geil. Man kann jetzt nicht mehr irgendwelchen RAM zusammenmixen. Das habe ich jetzt da gar nicht gelesen. Oder warum soll jetzt das plötzlich inkompatibel sein? Das Ding ist, wir haben gar keinen Prozessor,
der so gut ist, dass der für 4K ausreichen würde. Ah, jetzt geht's mit dem Speicher. Da waren sogar mehr, da waren 12 drin. Was gar nicht möglich ist eigentlich. Oder, ja, möglich ist es schon. Aber so gut ist es nicht. Also komm, ich denke, wir schließen das Ganze mal an hier. Starten den mal. Und dann schauen wir mal, woran es liegt. Also eigentlich weiß ich ja, woran es liegt. So, installieren wir mal das Ganze. Des Weiteren soll es hier jetzt einen Neustart-Button geben. Genau, Restart. Ist noch nicht übersetzt, aber ja. Kann ja nicht alles auf einmal gemacht werden. Hier. Ja, der Prozessor ist der Schwachpunkt. Wir können uns aber den 8700K gar nicht kaufen. Das Einzige, was wir versuchen können, ist tatsächlich den hier einzubauen, der auch so gut sein soll. Für das müssen wir aber erstmal alles auseinanderbauen. Und da möchte ich noch das Kabel ändern. Oder nee, komm, es ist ja für sie, da nehmen wir gerade mal pink. So. So. Dann das alles weg hier. Ist ja bereits jetzt schon mit pink verzerrt. Dann soll es auch so bleiben, oder? Dann darf alles wieder raus hier. So. Der natürlich auch. Das wäre nicht so toll, das nicht. Ah. So, das nimmt sich automatisch auseinander. Und jetzt nehmen wir hier AM4. Ich hoffe, das klappt, denn sonst müssten wir den Auftrag absagen. Das wäre nicht so toll. So, dann hier wieder diese 8 GB. Und dann nehmen wir gleich den stärksten. Also ich nehme mal an, der reicht. Aber, also der würde auch reichen, glaube ich. Aber vielleicht muss es eben genau Intel sein. Weil die Rechnung mit Intel gemacht wird, oder? War ja schon mal positiv, dass die Grafikkarte reicht. So. Jetzt in einem schön umfassenden Pink. Ah, das ist ja der Ein- und Ausschalter. Das gibt's doch einfach nicht. Es ist eigentlich schon blöd, dass dann sowas kommen kann. So. Dass man sich gar noch nicht kaufen kann. Das ist richtig doof. Dann nehme ich an, zeigen wir wieder mal ein anderes Feature. Und zwar beenden. Hier. Bei Entgegennahme dieses Auftrags war der PC 729 Dollar wert, aber im aktuellen Zustand ist er 1590 wert. Kriege ich jetzt den Betrag darauf? Ne, kriege ich nicht. Gut, wir haben was getestet, sagen wir mal. Das war jetzt der größte Misserfolg, den wir je hatten. Ah, der ist ja hier drüben. So, ich weiß noch nicht, wie die Musik austariert ist. Ich habe das Gefühl, die ist noch ein bisschen lauter als der Rest. So. Ja, jetzt seht ihr, wir haben wieder kein
RAM, der dazu passt. Also es ist schwerer geworden, das finde ich aber gut. Denn ich fand das schon immer ein bisschen unrealistisch hier. Wie man da einfach alles irgendwie zusammen kombinieren konnte. Das ist eigentlich schon gut so. So, da ist eine 1060 drin. Dann ist natürlich die Frage, was hier drin ist. So, und bitte, ihr dürft mich gerne wieder haten. Wie schlecht ich jetzt das Ganze hier gemacht habe. Ich bin auch nicht stolz drauf. Aber wir können... Wir haben den besten Prozessor eingebaut, der geht. Und wenn nicht mehr geht, dann geht nicht mehr. So, haben wir noch eine bessere als diese 1060? Ne, die ist sicher nicht besser. Dann packen wir mal... Halt Strom. Habe ich da Paste draufgepackt? Wer weiß. Anscheinend schon. So ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Ja, jetzt haben wir auf einen Schlag... gut Geld verloren, muss man ehrlich gestehen. Natürlich ärgerlich, aber ich hoffe, es geht wieder bergauf jetzt. Wir wollten aber auch testen, ob man vielleicht die Differenz gut geschrieben kriegt. Das wäre ja wiederum Cheat. So, jetzt hat er uns noch mit dem Bauauftrag, der Janis hässlich. Der möchte F1 in den empfohlenen Spezifikationen spielen. So. Der braucht auch eine 1070er. Wir können ja schon mal beginnen, für den zu bauen. Wir haben noch zwei Gehäuse hier. Ich würde mal das nehmen. Was ist jetzt das hier? Cappy Lake? Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, denn hier ist wieder was... Da ist wieder ein Ryzen angegeben. Nicht, dass wir jetzt hier schon von Anfang an falsch bauen, oder? Dann baue ich lieber schon mal hier das Netzteil ein. 500. Und hier hinten die Klappe auf. Dann hat es schon mal Platz für ein Laufwerk. Ah, ja, das wollen wir natürlich nicht mitnehmen. Das bringt uns ja nichts. Festplatte. Aha, und die Kabel, die jetzt nicht verbunden werden können, die werden als rot angezeigt. Auch da eine Änderung, so gesehen. So, das war eigentlich alles, was da geht. Jawohl, ich hab's vergessen. Wie ich schon gedacht habe. Wenn wir gerade schon bei dem sind. Wir hätten auch noch bessere. Weil ich habe das Gefühl, dass das ja nicht reichen wird. Prozessorkühlung, so. Also, diesmal ist Paste drauf. So. Und da haben wir die Chance, noch schnell ins PCBay reinzuschauen. Da hat es auf jeden Fall ein Motherboard. Eine 1070er. 16 GB RAM. Ich kann nicht immer Netzteile kaufen. Irgendwie muss ich die immer kaufen, aber eigentlich sollte man die nicht kaufen, oder? Also. Nicht Battlefield, F1. So. Ein Ryzen 5 6-Core 1600. Der ist zu gut, der hier. So, in den Warenkorb. So, und dann hier ein Motherboard dazu.
Und eine 1070er eigentlich auch. Die günstigste bitte, das ist die hier. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir zur Tür raus. Denn wir haben ja schon mal gesehen, dass die PCs durchlaufen, egal was man macht. So, da kommt der nächste PC angeliefert, der wieder ein Problem hat. 3800. Ja, das seht ihr, das war gar nicht mal so knapp. Gar nicht mal so doof. Der hat zwar 7000, aber der andere hat nur 3500. Also klar, man hätte auch die Grafikkarte upgraden können, wäre glaube ich besser gegangen. Aber so ging es auch. Mal schauen, was wir von dem kriegen. 315. Ah, ist jetzt nicht die größte Asche, ehrlich gesagt. So. Also, ein AM4. Dann einen Prozessor, und zwar der hier. Wie viel RAM? 8 GB. Da haben wir bestimmt noch einen Riegel dafür, oder? Ja, der da. So. Dann irgendeine Prozessorkühlung. Sieht wieder richtig cool aus, die. Ja, es kamen eben, wie gesagt, ein paar ganz wenige Parts dazu. Nicht sehr viel. Jetzt die Grafikkarte. Da sind die Kabel wiederum nicht gemacht, komischerweise. Also so durchgängig alle Kabel sind noch nicht gemacht. Es zeigt uns schon mal an, dass alles passt. Dann bin ich da schon mal zuversichtlich. Und da müssen wir endlich wieder mal einen PC abstauben. Das habe ich ein bisschen vermisst. Also so wie den Virenscan, das kam fast nicht mehr vor. Also klar, man muss es auch so sehen, dass halt... Ja, wie soll ich sagen, es ist etwas Repetitives. Aber für das... Dass es am Anfang so oft kam, ja, ist schon ein bisschen verschwunden. So, alles grün, das sieht super aus. Dann kommt hinten eine Wand hin. Vorne eine Wand. Und dann haben wir immerhin einen Auftrag erfolgreich gebacken gekriegt. Für 1800, ob wir da so viel investiert haben. Und er braucht eine Reparatur. Ja, dann wollen wir uns doch den anschauen. Da, Pressluft. Die hat sogar ein Geräusch bekommen. So, das tut richtig gut, wenn man mit Pressluft hier rangeht. So. Das, sag ich mal, Schadensmodell, ich weiß, es heißt nicht so, aber das verhält sich immer noch ähnlich. So, nehmen wir noch schnell die Vorderseite ab, denn der Luftfilter ist auch völlig durch hier. So. Dann sieht das Ganze schon gut aus. Anschalten lässt er sich nicht. Und da kam euer Tipp, dass es dann das Motherboard oder das Netzteil sein muss. Dann wollen wir doch mal... Es ist beides eine aufwendige Sache, um zu überprüfen. So, jetzt hängt es nur noch an dem da.
Also ich nehme ja eure Tipps ernst, die sind ja auch gut. Weil selbst... Ja, man kann nicht immer über alles Bescheid wissen, oder? So. Also, dann... Das war's schon mal nicht. Dann kann das wir hier wieder hin. Dann wird wohl das Motherboard eingestaubt sein. Railway Empire grüßt schon wieder. Ganz schön oft. Hallo? So, jetzt geht's. Der kann auch gerade weg hier. Der ist wieder schön gestreckt. Das muss so sein. Das ist normal. So. Und der Tipp, dass man einmal alles ausbauen kann und dann schauen, was kaputt ist, der ist auch recht gut. Ja, da sehen wir, ist kaputt. Jetzt habe ich nur Cabby Lake. Und ich weiß ja, dass es nicht mehr geht, dass man einfach irgendwas ersetzen kann. Da ist es natürlich ein Wagnis, jetzt Cabby Lake einzubauen hier. So scheint zu gehen bisher. Lüfter passt auch noch drauf. Ram sowieso. Grafikkarte ebenfalls. Dann wollen wir mal ein bisschen verkabeln. Habe ich irgendwas vergessen? Nee. Ja, und auf Deutsch wird es jetzt noch nicht angezeigt, was das Problem ist. Denn das Problem ist, dass wir nicht die Originalteile verbaut haben. Nehme ich an. Ist natürlich bitter. Ich kann doch versuchen, noch schnell die Tür ranzubauen hier. Wird nicht viel bringen, genau. Ja, PC ist repariert, geht aber nicht so. Ist jetzt halt so neu. Also, wir brauchen ein Sky Lake. Kann man nicht mal suchen hier? Geht nicht, gut. Und was für eins? Vielleicht ist es auch noch Aussage. Das neue hier. Das da unten. So. Lieferung am heutigen Tag mache ich absichtlich, denn die Folge ist eigentlich vorbei. Das seht ihr ja. Ich muss jetzt aber das hier nochmals auseinandernehmen. Und das werde ich anschließend noch machen, damit wir dann nächste Folge wissen, wo es lang geht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!